Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Hof Bergmann Reloaded. So, wir waren hier gestern stehen geblieben, nachdem wir den Dünger verklingelt haben. Fahren wir denn jetzt wieder hoch zur Gemüseplantage? Na komm, so jetzt. Brauchst ein bisschen mehr Anlauf, was? Bist halt auch so träge, wie ich mich fühle nach meinem Arbeitstag. Völlig geplättet. Aber bei den Temperaturen da draußen kein Wunder. Der Himmel passt fast. Fast strahlend blauer Himmel, Sonne und warm. Hier sind ja keine Temperaturanzeigen da, weil es gibt es nur bei Seasons. Und Seasons, der spackt ein bisschen rum hier auf der Map, weil der zu sehr in das Tiermenü da eingreift. Das ist dann doof. Ein Season fürs Let's Play? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Wenn ich das die Season auf kürzeste Form nehmen würde, wäre bestimmt arg langweilig, weil da gewisse Tage dabei sind, wo ich nichts machen kann, weil ich auf die Ernte oder irgendwas warte. Ist ja jetzt schon so, dass ich auf Hü und Hot und Hassende gesehen warte. So, aber wir haben heute volles Programm. Den fahren wir hoch, dann brauche ich einen Bulli und den New Holland, weil wir machen Geld. Oh, Güllegrube sind auch voll. Ich habe aber keinen Gülletanker, weil ich mir das Hakenliftgeränke nicht holen kann. Das würde zwar für den Hakenliftanhänger reichen, aber nicht für den Hakenlift-Tank dazu. Und da würde ich doch gerne schon den 50.000 Liter Tank nehmen für das Hakenlift. Aber ich habe aber auch keinen Schlepper dazu, der das packen würde. Und da brauche ich doch schon eine gewisse Motorisierung, wenn ich ca. knappe 50.000 Liter da von A nach B über C und D fahren will. So, wir geben Gas, aber schneller wie 43 fährt er nun mal nicht. Aber wir könnten da mal gucken, wie weit das Gemüse ist auf der, auf dem, also der Rotkohl ist auf den Beeten. Jetzt sind wir schon fast oben an der Plantage. Entschuldigung. Ich habe einen etwas trockenen Hals. Liegt in den Temperaturen. Aber Augen zu und durch, sage ich mir mal. Saatgut, Big Pack voll. Okay, sepp ich gleich hin. Uno momento. Ich musste bis jetzt darunter seppeln, also daher. Eins nach dem anderen. Ich weiß, man das Saatgut verkaufe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mal gucken, was ich überhaupt für eine Sämaschine habe. Das habe ich jetzt auch total kein Durchblick. Ich weiß, auf der anderen Map, die ich Let's Play, habe ich mir eine andere Sämaschine geholt, aber ich weiß nicht, ob ich hier für eine habe. So. Unser Deutz. Unser Gemüse-Deutz. So, und stopp.
So, dich braucht man nicht. Dich braucht man dann. Die schicke ich aber schon mal zum Feld, zum Wässern. Genau. Zum Wasser holen, sagen wir so. Nicht zum Wässern. Du brauchst ja erstmal Wasser, damit man da auch. Damit wir dann erstmal wässern können. So, das Wasser dann brauche ich für meine Flüssigdüngerproduktion. Weil das gibt ordentlich Kohle, habe ich festgestellt. Und daher werden wir da ein bisschen erstmal ein bisschen Geld zu kommen, damit Flüssigdünger herstellen und verkaufen. Und da brauchen wir ja bloß Wasser und das Nitram. So, und zack. Schon dir? Nee, da. Die ist gut. Das ist genau der richtige. Den wollten wir jetzt. Jetzt muss ich da mal ganz kurz die F1 dran. So, also was machen wir? Was gleich mal was anderes Cooles. So, mal ganz zack aus. So. So, jetzt brauche ich nochmal die Taste. So. Okay, und Screenshot mal hier. Haben wir einen Screenshot gemacht. So, jetzt stellen wir das wieder alles auf. Zack und zack und zack und aus. So. Ersten Big Bag haben wir, das produziert hier auch weiter, das passt. So, dich nicht, dich nicht, dich nicht. Du bist voll, ich brauche gleich. Wo ist da denn Manitou Bucher? Nee. Ah, da war er gerade. So, schnell noch zum Händler düsen. Ich brauche noch zwei Big Bags. Ich brauche noch zwei Big Bags. Schnell, oh, schnell. Das ist ja wohl braun, so viel weit wir jetzt sind mit dem Dingsbums, mit dem, na, sag schon, mit dem Rotkohl. Aber wir haben keine Zeit, der Händler macht, so noch knapp eine Stunde macht er zu, da müssen wir uns etwas beeilen. Dass wir noch ein bisschen Flüssigdünger produzieren. Um den dann zu verkaufen. So, schnell mal rein in den Shop. Das war Map Edition. Mitra, wo bist du? Ja. Oh, da geht eigentlich vom Preis. Einmal kaufen. Zweimal kaufen. Ich nehme mal vier Stück mit. Dreimal kaufen. Und viermal kaufen. So. Nur kurz F1 ist eingestellt, Quarzball ist es nicht, was wir wechseln zu lernen. Wohlball, Apfelkist. Was haben wir noch? Münze, Gemüllschrank, Big Bags. Wir nehmen mal Big Bags, gucken wir mal. Ob er da einsetzt, das war nichts mehr entscheiden. Wie viel nimmt er da? Der 2er ist ein bisschen wenig, warte mal, das nehmen wir uns Z. Eiergesangsfässer. Wir nehmen Apfelkisten und X. So. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber egal. So, let's go. Muss dann bloß dann einzeln was hochbuchten. Die werde ich erst noch bei den Schneidwerken. Zwar. Jetzt haben wir es eilig, hoch 5. Jetzt geht ab Reception. Unser Bulli.
komm. Lass da, jetzt komme ich. Ich habe keine Zeit. So, und jetzt. So, nah plus ran. Das war jetzt wirklich aus. Ist X. Jetzt brauche ich B. So, jetzt muss ich. Jetzt muss ich da noch F1. So, Bitpacks. X. Jetzt ist so nah ran von, dass ich bis E erwische. Fitzelei. Ist auch gut. Also. Wir glänzen wieder einschalten. Wir werden das. So. Und hier das ist nur. So. Ich jetzt hier hat der Dingsbums auch mal sehen, wie es aussieht, und da der Schwarz gerade beim Mauszeiger da. So, jetzt müssen wir bloß gucken. B, genau. Was war das? Ja, Quatsch. Die waren heben und senken. J unter N. Jetzt mal Glück hoch. So, und zack. Ah, passt. So, wo ist er? Hier ist er. Los geht's. Wir machen heute ein bisschen flüssig Dinger. Und dann gucken wir nochmal auf die Gemüseplantage, wenn wir das alles dann haben, dort wo es hin soll. Und das nimmt sich jetzt nicht viel, ob ich jetzt den Bogen vor und unten rum den Bogen um das Feld Nummer 8. Das nimmt sich nicht viel. Den Bogen ausscheren, dann beim Dingspunkt rauskommen, bei der Spinnerei. Oder ob ich jetzt hier lang fahre und dann beim, na, Landmaschinenhändler rauskomme, beim Shop. Oder bei der Mühle. Ist ja fast identisch. Das nimmt sich nicht viel. Du. Sieht der Raps denn herrlich aus, wenn der so schön blüht. Ach ja, das war mal früher ein schöner Anblick, weil ich komme ja ursprünglich nie aus der Großstadt, ich komme ja vom Lande etwas. Hat zwar nie so viel mit der Landwirtschaft zu tun, weil wir waren ja doch schon in Stadt, aber im ländlichen Raum, wo ich gebürtig herkomme. Aber trotzdem, irgendwie hat mich dann der L17 fasziniert. Und da bin ich jetzt hängen geblieben. Das ist jetzt wirklich extrem suchte, kann man sagen. Am Anfang hatte ich ihn zwar in die Ecke geschmissen, wie ich glaube schon mal erzählt habe, auf dem Let's Play, wenn man bei einer Folge spielt, auf dieser Map war oder auf der halt Online-Form. Also ich habe das Ding nur gekauft. Die Collector's Edition, weil man gönnt sich ja sonst nichts vom 17er. Und dann habe ich das Ding 14 Tage gespielt. 3 Wochen. Im Höchstfall. Dann wurde es aber langweilig.
weil ich noch nicht wusste, dass es Mods gibt. Solche geilen Maps hier, wie die Hofbergmann halt online form und was es da noch alles gibt. Selbst die Stappenbach spiele ich gerne, die spiele ich aber mit ein paar Kollegen im Multiplayer. Einen davon habe ich in der Hofolympiade dieses Jahr kennengelernt. Der war mit in meinem Team. Und da haben wir dann ordentlich gezuckelt. So, und er lässt über. Tausend müssten übrig bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich gehe gleich noch mal gucken. Mal gucken, nicht gucken. Ich habe einen Deutschland drauf, das ist vom Feinsten. 8000 passen rein und 8000 fließig stören, das passt. So, jetzt wollen wir hier wollten wir noch mal eine Guckung machen, was unser Kohl sagt. Und er sagt, 42 Setzlinge sind schon reif. Okay, da muss noch ein bisschen was passieren. Das sind 42. Wird hier auch nicht viel mehr sein. Auch 42 und das sind das hinten auch 42. Oder? Jawohl. So. Die Schafe könnten wir uns holen. Mal gucken, was wir. Wir holen uns nochmal 3 Schafe. Wir haben uns 12.000 haben wir damals bezahlt. Ein bisschen Geld muss ich ja übrig lassen, sonst sind wir dann gleich im Minus. Aber ich wollte dann nochmal woanders hin. Muss ich nochmal überlegen, wo war das? Die Mersis oder sowas bei Tiere? Es muss bei Tiere sein. Tiere. Hier. Schüttete. Ah, hier. Wir nehmen ein schwarzes. Ein schwarzen. So, okay. Ich werde aber erstmal hier den jetzt an die Metzgerei ranfahren. Und dann werde ich mir erstmal meinen Pony da holen. Und schon mal dafür morgen, also für den nächsten Ingame-Tag, gut platzieren. Aber erstmal fahren wir höher Shop. Dann wechseln wir mal ganz schnell. Du bist aber schnell hungrig und 1% verloren. Musst dir einen Eimer und Linksbums mitholen, oder wie? So. Na, du bist leer, das passt. Du produzierst nur, denke ich mal. Ich nehme. So 700er brauchen wir nicht. Den Defend Bridge brauchen wir auch nicht. Den Dungeon Thrasher brauchen wir auch nicht. Und brauchen wir auch nicht. Den Bulli nicht. Den. Da ist es. Und Energie. Ich finde das Ding so hammer, oder? Das ändert sich, das ist ja hammer. Das sieht ja auch Hammer aus. Buchgalle. Buchballer. Ah. Der war ungewohnt in Innenansicht hier irgendwas zu machen. Oder hat er ordentlich Speed? Also mal schnell mal was platzieren doch. Bei Snooze Dorfladen. Gucken, wo wir das hintackern. Jetzt der Reihe fast, hier wollen wir noch nicht hin. Müssen wir gleich mal gucken. Weil dich brauche ich dann für einen Trick. Hier hin. So, ganz kurz den Shop.
So, auch bei Tiere, das war ein Stück weiter hinten. Aber hier kaufen. Hier kann man sich drehen. Ah. Ja, wenn man mal Escape macht, ich muss absteigen. Das ist so total unpraktisch hoch 5. So, jetzt nochmal zack. So, hier kann man sich drehen. Nee, das. So. Ist jetzt ist hier die Heuraufe hin und daneben da drüben auf die andere Wiese, das heißt hier so und da so. So, haben wir geparkt, so dich nicht, dich hier wollten wir nicht. Wir wollten noch ein paar Schafe holen. Let's go. Sind wir richtig auf dem Weg? Ja, am Händler. Ja, das war richtig schnell. Ja, am Händler vorbei. Und dann unten nach rechts, ja, ringsherum. Rechts geht's jetzt. Geht's so zur Milchfabrik. Milchfabrik, zur Molkerei oder was das da ist. Und ich muss mich mal ganz kurz hier einschauen. Da kommt etwas Gegenverkehr. So, hier ist genau, hier ist der Viehhändler. So, wo sind die Schafe? Mittleres Box. Die mittlere Box. So. Aber die Schafe holen wir uns dann morgen, würde ich sagen. Wir sehen uns in der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.